Zone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Farm Tycoon auf der Nintendo Switch. Schwierigkeitsgrad normal, okay. Starten wir die Kampagne. Frühling. Die Symphonie des Vogelgesangs kündigt den Frühling an. Okay. So, Kapitel 1 aller Anfang ist schwer. Endlich bist du da. Schau dir an, was dieser Hurricane mit unserer Farm gemacht hat. Ich bin entsetzt. Was soll ich nun machen, alleine mit diesem zerstörten Bauernhof? Ich bin zu alt und zu krank, um diesen Familienbetrieb instand zu halten. Du weißt doch, wie sehr Mutter diese Farm geliebt hat. Ich möchte sie nicht an Fremde verkaufen. Ich weiß jedoch, dass du nie ein Farmer sein wolltest. Doch ich bitte dich trotzdem, mir zu helfen. Übernimm die Farm und hilf deinem alten Vater. Im Angesicht solch einer Tragödie weiß ich gar nicht, wo wir anfangen sollten. Vielleicht erst bei der Reparatur des Daches? Wir dürfen auch den Lagerplatz für Mist und das kleine Lager nicht vergessen. Irgendwie müssen wir es schaffen, die Kurve zu kriegen. Okay, also kleines Lager bauen, das Haus reparieren und Lagerplatz für Mist. Gut. Stall. Was können wir hier machen? Haus des Inhabers. Schulungen. Verbesserungen am Gebäude. Wirtschaft, Kreditbericht. Wow. Ressourcen, Arbeiter, Ziele. Aha. Benutze L, um das Radialmenü zu öffnen. Und wenn wir das Dach reparieren wollen, öffne wähle Gebäudereparatur. Okay, das versuchen wir mal. L. Gebäude reparieren. Und zwar, das Haus des Inhabers kostet 8000. Zack, das war's schon. So, dann müssen wir Gebäude bauen. Und zwar hier bei Lagerhäuser, wie es aussieht, ein kleines Lager. Das können wir jetzt mit L und R können wir das drehen. Das bauen wir jetzt einfach mal hier hin. Und dann noch ein Lagerplatz für Mist. Den bauen wir hier hin. Ah. Moment. Muss ich. Ich glaube nämlich fast, ich muss das hier. Oh. Dann machen wir das so. So, ja. Genau. So, das ist repariert, das Haus. Hier haben wir. Ah, hier können wir ranzoomen. Und in 90 Grad Schritten können wir das Ganze auch drehen. Also mit ZL und ZR können wir zoomen. Da schauen wir uns das jetzt an, wie das gebaut wird. Der Stall hier sieht auch nicht mehr ganz taufrisch aus, genauso wie dieser hier. Ich muss das reparieren. Ah, das ist kein guter Augenblick. Ich habe wichtigere Aufgaben. Okay, also wir müssen uns hier ans Tutorial halten. Gut so. Dieser Lagerplatz für Mist hier oben links wird schneller gebaut. Lagerplatz für Mist haben wir geschafft. Und mit R können wir, also den rechten Stick drücken, können wir ganz oben in der Mitte zu sehen, die Geschwindigkeit anpassen und mit L, also den linken Stick drücken, pausieren wir das Ganze. Genau. Jetzt ist das kleine Lager gleich fertig. Dann werden wir wohl neue Aufgaben bekommen. Zack, fertig.
Danke, jetzt werden wir wenigstens bei Regen nicht nass. In allererster Reihe müssen wir das Haus der Arbeiter renovieren. Trotz der Beschädigungen müssen wir Pflanzen anpflanzen, sonst verdienen wir dieses Jahr nichts und gehen bankrott. Lege ein neues Feld an, es reichen 12 mal 12 Meter. Bereite den Boden für den Anbau vor und pflanze Erdbeeren an. Wenn du das Feld bereits gepflügt, kultiviert und gedüngt hast, fahre zum Markt und kaufe die Ballenware. Wenn du fertig bist, kannst du die Arbeiter auf das Feld schicken, damit sie die Erdbeeren pflanzen. Klicke nun auf das Icon der jungen Pflanze, um zum Feld zu gelangen. So. Das heißt, wir müssen ein Feld anlegen. Das machen wir hier gleich nebenan. Ah, okay, gedrückt halten. Mindestens 12 mal 12 hat er gesagt, oder? Ah, und auch das ist auch die maximale Größe, die ich jetzt im Moment machen kann. So, wir haben das Feld jetzt gemacht. Jetzt können wir es pflügen. Das machen wir jetzt mal. Okay, geht nicht per Hand. Wir können hier einen Arbeiter bzw. eine Arbeiterin dafür auswählen. Ach so. Per Hand heißt einfach ohne Geräte. Glaube ich. Sieht man die Arbeiter eigentlich? Ja doch. Oder? Ich glaube, das ist sie, oder? Machen wir mal schneller. Die müsste genau jetzt hier hingehen und das Feld vorbereiten. Erstmal pflügen. So, was heißt das jetzt? Die hat... Aha. Pflügen dauert an. Die hat nur keine Energie quasi mehr. Manager. Das heißt, die muss sich jetzt hier irgendwo ausrasten. Und wir sollten das Gebäude hier reparieren. Und wenn wir das machen, vielleicht erholen sie sich dann ein wenig schneller. So, wenn ich hier Y drücke, dann sehe ich... was war das? Dann sehe ich hier oben ein Feld einrichten, pflüge das Feld, kultiviere das Feld, dünge das Feld, kaufe 123 mal Erdbeersetzling, okay. Pflanze an und repariere Gebäude, das haben wir schon gemacht. Das Feld haben wir auch schon eingerichtet. Das nächste ist eben gerade das, was jetzt gerade passiert. Pflüge das Feld. So, sie geht wieder Richtung Feld. Boah, das dauert. Weil jetzt haben wir erstmal die Hälfte. Und das heißt, das heißt, es muss dann auch noch kultiviert und gedüngt werden. Und dann erst sollen Erdbeersetzlinge kaufen. Und zwar 123. Ah, das kann ich so machen. Habe ich das jetzt gekauft? 130 Einheiten. Ja, das passt. Also hier rechts sehen wir, kaufe 123 mal Erdbeersetzling, das haben wir erledigt. Das Pflügen dauert, wie gesagt, noch ein wenig. Okay, weise der Aufgabe Maschinen oder Arbeiter zu.
Na, schauen wir mal. Was haben wir hier? Grasfeld. Den Kühen geht's gut. Pflügt mal das Feld fertig hier. So, mit ein bisschen Glück reicht das jetzt. Nö, da haben wir wohl kein Glück. Ein bisschen was fehlt noch. Der Lagerplatz, da sind schon 25 Kilo Mist. Wie sieht es im Lager aus? Kuhmilch 171 Liter und da sind auch ein paar Erdbeersetzlinge. Und hier ist auch noch Kuhmilch. Ach so, das ist das, was in den Lagerhallen ist. Okay. Gut. So, das Feld pflügen sollte jetzt gleich erledigt sein. Und beim Kultivieren schauen wir mal, ob wir irgendeine Maschine dazu bringen können, das für uns zu erledigen. Aber ich fürchte, wir haben hier noch keine Maschine. So, gleich ist es fertig. So. Pflüge das Feld ist erledigt. Jetzt müssen wir es kultivieren. Und wir können wirklich im Moment nur per Hand. Dann nehmen wir jetzt mal. Oder was ist? Oh! Ich kann da auch gleich mehr. Ach ja. Okay, jetzt habe ich gleich beide ausgewählt. Das heißt, es geht doppelt so schnell. So, erstmal ein bisschen rauszoomen, ein bisschen schneller machen hier. So, es wird aber trotzdem so sein, dass meistens nur einer am Feld arbeitet, bis der andere am Feld ist. Oh, deine Tiere sind krank. Was machen wir da? Was können wir da machen? Tierarzt rufen. So. So, beim Kultivieren haben wir auch schon fast die Hälfte. Jetzt warten wir mal auf den Tierarzt. Das ist wichtig. Eine wichtige Einnahmequelle. Aber die normale Geschwindigkeit, da schlafen die Leute ein. Ach so, das war's jetzt? Ja, die sind auf jeden Fall nicht mehr krank. Genau. Hier haben wir eigentlich ein ganz schön großes Areal, auf dem wir uns dann austoben können. Erstmal machen wir das mit dem Erdbeerfeld. Die Leute spazieren hier auf der Straße rum, hoffentlich werden die nicht überfahren irgendwann. Das Feld ist bereit für die Ernte. Ja, ist schon möglich, aber will ich jetzt nicht machen, ich habe kein Personal. Die sind mit Kultivieren beschäftigt.
Also eigentlich bis jetzt cool die Steuerung gelöst. Für Controller normalerweise wird das ja mit Maus und Tastatur gespielt. Ich schätze auch daher werden auch manche Tooltips kommen, von wegen klicke hierhin oder so. So, das Feld. Ist jetzt kultiviert. Das nächste ist einmal düngen. Und da haben wir jetzt 60 Kilo Mist. Da können wir jetzt wieder beide nehmen. Und jetzt wird gedüngt. Machen wir wieder schneller. Hier. Das Grasfeld. Das Feld ist bereit für die Ernte. Können wir jetzt aber nicht machen. Gut. Wir sind ohnehin beschäftigt hier mit unserem leeren Feld, um dieses leere Feld in ein leckeres Erdbeerfeld verwandeln zu können. So richtig viel Energie haben die alle nicht. Und warum laufen die nicht einfach hier rüber? Da gehen sie zurück auf die Straße und dann rüber. So, aber jetzt, wenn der eine zurückkommt, dann haben wir es geschafft. Dann können wir die Erdbeeren endlich anbauen. Ganz oben rechts sehen wir die Jahreszeit. Gleich ist es soweit. Zack. Und jetzt können wir mit der Aussaat beginnen. Und da sollen wieder alle zusammenhelfen. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald irgendwelche Fahrzeuge, irgendwelche Maschinen kaufen können, um das Landleben hier ein wenig effizienter gestalten zu können. Ich glaube, die haben sich erstmal das Saatgut holen müssen. Aber das geht jetzt doch deutlich schneller als das Pflügen und Kultivieren und Düngen. Du musst noch die Felder bewässern. Um dies zu machen, musst du unweit der Felder einen Brunnen bauen, damit die Arbeiter Wasser schöpfen können. Wenn du dies gemacht hast, werden alle Werte auf den Feldern hoch sein. Das ist gut, denn das bedeutet, dass du nichts vernachlässigt hast. Wenn es dir gelingen sollte, diesen Zustand beizubehalten und die Pflanzen in dieser Zeit nicht erkranken, wirst du dich bald an einer reichen Ernte erfreuen können. Also, wir sollen erstmal einen Brunnen bauen. Bei Nützlichkeit Brunnen. Und hier sehen wir auch den Radius. Da werden wir jetzt mal hier oder so hier einen Brunnen bauen. Also ja, ich glaube, das hier ist zumindest die zweite Geschwindigkeitsstufe ist okay. Vielleicht ist es dann später mal, wenn mehrere Sachen gleichzeitig gemacht werden müssen und wirklich schon der Bauernhof ziemlich groß ist und wir viele Arbeiter haben, dann ist vielleicht diese erste Geschwindigkeit am sinnvollsten. Aber so
wenn ich das jetzt so einstelle, die schlafen ja beim Gehen ein. Also mindestens Stufe 2 würde ich sagen, wenn nicht sogar Stufe 3. Wie gesagt, je nachdem, was gerade los ist, wie viel Dinge gleichzeitig erledigt werden müssen. So, eigentlich habe ich doch jetzt alles, oder? Drücke A auf dem Feld und wähle Bewässerung. Ah, das habe ich nicht. Okay. Gut, wir müssen es wirklich so bewässern. Gleich wieder zusammenhelfen, dann geht's schneller. Warum muss ich bewässern? Es regnet. Hier wächst alles schon. Hm. Lecker Erdbeeren. Ja, das geht schon recht fix. In den letzten Jahren sind die Preise von Gärfutter in die Höhe gestiegen, weswegen sich auch unsere Viehzucht nicht mehr so rentiert. Wir haben bislang nie Gärfutter produziert, deswegen musst du einen Lagerplatz für Gärfutter errichten. Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen, fang also jetzt schon mal einmal an. Dabei kannst du auch sofort den Stall reparieren, denn ansonsten hauen unsere Kühe noch durch die Löcher im Zaun ab. Verkaufe auch ein wenig Milch, denn da hat sich was angesammelt. Also einen Lagerplatz soll ich bauen und den kleinen Stall soll ich reparieren. Erstmal bauen, bei Produktion, Lagerplatz für Silage. Machen wir hier hin. Und den kleinen Stall sollen wir reparieren um 1000. Der Lagerplatz ist fertig und der Stall wird soeben repariert. Die Musik ist auch richtig schön entspannend. Ich kann es kaum erwarten, die ersten... hier Y könnten wir auch drücken. Die ersten Fahrzeuge zu kaufen. Oho, der Lagerplatz ist fertig. Nun kannst du Gras in Gärfutter umwandeln. Sicherlich können unsere Kühe es kaum erwarten. Sie lieben es, wenn es schön saftig ist. Vergiss nicht, den Stall zu reparieren, damit das Stroh nicht nass wird. Ansonsten verschimmelt es und dann war's das auch. Also zweimal Gärfutter produzieren und den Stall reparieren. Hier können wir jetzt ernten. Wir haben leider keine Maschine. Darum muss es per Hand gemacht werden. Zack, zack. Bestätigen, eingeben. Gut, das wäre die eine Sache. Und die andere Sache ist den Stall reparieren. Kostet wieder 2000. Schweineteuer. Hier wird schon fleißig geerntet. Lagerplatz für Silage. Muss ich da ein Personal zuweisen? Möglich wär's. Das machen wir jetzt einfach mal. Ich habe keinen verfügbaren, weil die alle gerade arbeiten. Und ohnehin keine Energie haben. 198 Einheiten Gärfutter. Das ist ja eh ganz schön viel, wenn ich nur zwei produzieren muss und das zu lange dauert. Da komme ich mit 198 schon lang genug aus, oder? Machen wir das mal noch schneller. Da kommen sie wieder. Und wuseln durchs Grasfeld. Und der dritte hier im Bunde, der kümmert sich brav um den Stall.
Lagerplatz für Mist. Hier haben wir 106 Kilo Mist schon. So, was ist mit euch? Genau, jetzt weiter geht's. Könnte noch ein wenig dauern. Aber wir haben schon mehr als die Hälfte geerntet. Ich weiß nicht, ob die Arbeiter auch mal besser werden, schneller werden, mehr Energie haben. Ob ich da irgendwas unternehmen kann oder ob ich halt einfach mehrere Arbeiter einstelle, damit sie sich die Arbeit ein wenig aufteilen können. Auch dann geht es ein wenig schneller, natürlich. Aber wirklich total nett hier mit den Kühen hier. Es fahren immer wieder ein paar Autos vorbei. Der Garten sieht schräg aus. So. Mit etwas Glück werden sie beim nächsten Einsatz fertig. Ich glaube es zwar nicht. Aber lassen wir uns überraschen. Also definitiv nicht. Okay, aber beim nächsten Mal jetzt auf jeden Fall. Stall ist repariert, aber mit dem Gärfutter produzieren. Drücke A auf einem Lager für Silage, wähle aktuelle Produktion, schalte Y um die Silageproduktion zu starten oder zu stoppen. Aktuelle Produktion. Oh! Ach, da hätte ich schauen sollen. Jetzt beginnt auf jeden Fall mal der Sommer. Die wärmste Jahreszeit ist da. Achte besonders auf deine Pflanzen, da sie im Sommer anfälliger für Schädlinge, Pilze und Unkraut sind. Denk daran, deine... Ja, schneller zu lesen. So, auf jeden Fall Gras sollen wir in Gärfutter verwandeln. 2. Oder? Ach so, den du behalten möchtest. Nö, ich will gar nichts behalten. Fortsetzen? Ach so, wir brauchen wahrscheinlich zuerst einen Arbeiter. Nehme ich mal an. Die müssen jetzt erstmal die Ernte einbringen. Ach so, Moment, vielleicht habe ich ja das Gras noch gar nicht hier. Und die sammeln jetzt erstmal das ganze Gras zusammen. Wäre möglich. Es wäre vielleicht nicht schlecht, einen zusätzlichen Arbeiter einzustellen. Aber andererseits, wir müssen auch mal schauen, dass Geld reinkommt. Bis jetzt haben wir immer nur Geld ausgegeben. Das sieht gut aus. Das sollte sich ausgehen. Energietechnisch. So, und jetzt? Was machen die jetzt? Ballen sammeln. Okay. Und wenn die jetzt einsammeln,
Wo bringen die die dann hin? Beziehungsweise sind die dann vielleicht jetzt schon hier? Ich kann es nicht sagen. Im Stall, hier sind 20 Kilo. Oh, jetzt sind 227 Kilo hier. Kosten für Instandhaltung des Gebäudes, schaltet die Ressourcen um, Produktion zu starten. Setzt sofort die Menge der zu verarbeitenden Ressourcen festzulegen. Okay, ja, ist eh hier gestanden. Oder schalte Y um, um die silage Produktion zu starten und zu stoppen. Okay. Aber ich muss auch sagen, ich muss ja da einen Arbeiter zuweisen. Das Feld ist nämlich auch schon wieder bereit für die Ernte. Aber jetzt machen wir das noch fertig. Oder? Nö, jetzt probiere ich mal was aus. Ich will das jetzt mal abbrechen. So. Und jetzt will ich hier einen Arbeiter zuweisen. Bestätigen. Weil jetzt wird hier hoffentlich dann gearbeitet. Und hier geht's weiter im Ballenpressen, das soll halt jetzt die andere. Ups. So, nochmal, zack. Und eingeben. Die eine allein machen. Die andere wird jetzt hier hoffentlich im Lagerplatz arbeiten. Sie läuft zumindest drüber und tut was, genau. Sie füllt erstmal Gras ein. Und jetzt haben wir unser Gärfutter fertig. Jawohl. Du sagst also, dass du Hühner züchten möchtest? Deine Oma hat das auch immer gesagt, dass sie weniger anspruchsvoll sind als Kühe. Aber ich, der mit Westernstreifen aufgewachsen bin, war in dieser Hinsicht hartnäckig und bestand auf Kühe. Naja, klar, das hat mich ein wenig gekostet. Vielleicht sollte man aber im Alter doch ein wenig schlauer sein. Letztendlich ist es nun deine Farm und wenn du es unbedingt möchtest, dann baue ein kleines Silo und einen Hühnerstall. Das werden wir doch glatt machen. Ich will auch eigentlich gerne hier den Feldweg zumindest mal hier so rüber bauen. Und hier sollen dann die Dinger herkommen. Einen kleinen Geflügelzuchtbetrieb und ein kleines Silo. So, bei Produktion nehme ich mal an. Doch nicht. Bei Tiere. Kleiner Geflügelzuchtbetrieb kostet 3500 und ist auch richtig groß. Bauen wir hier hin. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein kleines Silo. Und das werden wir hier hin pflanzen. Gleich daneben. Damit das alles schön beisammen ist. Das hier ist fertig. Genau. Dann könnten wir hier eigentlich jetzt ernten. Wir haben einen Arbeiter ohnehin noch verfügbar. Machen wir das auch gleich. So. Der Silo ist fertig und der kleine Geflügelzuchtbetrieb ebenso. Dieser Hühnerstall sieht gar nicht mal so schlecht aus. Nun musst du einen der Mitarbeiter als Betreuer anstellen. Am besten einen, der weiß, wie man mit Eiern umgeht. Und repariere noch die Wände im Haus, denn wir müssen uns ja mittlerweile vor den Nachbarn schämen. Ordne das Personal kleiner Geflügelzuchtbetrieb zu. Ja, das geht jetzt im Moment nicht. Glaube ich, weil irgendwie alle eine Aufgabe gerade haben.
das Ernten hier wird auch eine Zeit in Anspruch nehmen. Gärfutter. Wir haben jetzt 97 Einheiten Gärfutter. Ja, wir sollten trotzdem wahrscheinlich dabei bleiben. Angebot des Ministeriums für Entwicklung. Erstelle ein Feld mit einer minimalen Größe von 0,01 Hektar vor dem 16.11.2018, um einen Zuschuss in Höhe von 1.500 zu erhalten. Ja, gut, dann machen wir noch ein Feld. Nö, so. 0,01 Hektar. Das sind jetzt fast 0,02 Hektar. Somit haben wir das eine Ziel schon erreicht. Und ich würde mal sagen, wir setzen die Produktion jetzt mal aus und geben auch die Arbeiterin erstmal weg und werden die hier zuweisen. Nun musst du im Hühnerstall noch die Zuchtart einstellen und mindestens 4 Hühner kaufen, damit das überhaupt Sinn macht. Das heißt, wir wollen Hühner haben. Und dann müssen wir 4 kaufen. Erlaubte Nahrung automatisch hinzufügen. Pflege haben wir. Und hier automatischer Aufruf des Besamungsgeräts. Gut, wir lassen jetzt erstmal die Tiere bringen. Das habe ich komplett vergessen. In unseren Lagern haben wir nichts, womit wir die Hühner füttern können. Du musst ihnen schnell etwas zu essen kaufen, denn ansonsten sterben sie vor Hunger. Die Lieferung Korn wird auch ein wenig dauern. Im Hühnerstall findest du eine Liste mit ihrer Nahrung. Kaufe mindestens 100 Sonnenblumenkerne und 100 Lupinenkerne. Sie haben ein langes Haltbarkeitsdatum, weswegen sie sich ideal als Futter eignen. Okay, also hier Nahrung. Nö. Wir müssen das am Markt kaufen. Gut. Zack, Markt. Lupinenkerne. Schon, oder? Markt. Nö, Lupine und Sonnenblume. Nicht Kerne. Oder? Ja, genau. Lupine 100 und Sonnenblumen waren auch 100, oder? Genau. Och, die Lage ist unter Kontrolle. Nun können wir in Ruhe darüber nachdenken, wie wir die Kosten unserer Zucht optimieren. Am besten wird es sein, wenn wir das anpflanzen, was die Kühe und Hühner essen. Gras haben wir bereits, vielleicht ein wenig Lupine, Mais oder Sonnenblumen? Na, dank dessen werden wir nächstes Jahr kein Futter mehr kaufen müssen. Übertreibe es nur nicht mit der Größe des Feldes. Es sollte maximal 10x30 Meter groß sein. Denn bei der Anzahl an Arbeitern und dem Maschinenpark wirst du es nicht schaffen, ein größeres Feld zu bearbeiten. Der Winter würde dich einholen. Es ist bereits spät, sehe die Samen aus, ohne dabei den Boden vorzubearbeiten. Wir haben keine Zeit mehr. Also, wir müssen alles hier anbauen. 12 mal 16 Meter. Okay, wir müssen jetzt erstmal, zuerst kaufen wir Lupinenkerne. Wow. Das kostet richtig Geld. Wir sollen gleich mal Aha.
Aha, wir brauchen 3 Kilo, wird geliefert 2 Kilo. Also müssen wir noch kurz warten. Ist das jetzt gekommen? Ja, genau, 2 Kilo. Aha, wir müssen trotzdem noch einkaufen, okay. Jetzt habe ich, glaube ich, ja, wird geliefert 6 Kilo. Da wird noch einiges geliefert jetzt gerade. Ach, okay. Dann warten wir kurz drauf. Muss ich... Die Frage ist jetzt, muss ich hier lauter eigene Felder anlegen? Oder kann ich auf einem Feld ein Teil das machen? Aber es sieht so aus, als würde ich Felder bauen müssen. Noch eine andere Frage. Kann ich Sachen verschieben? Ich kann sie abreißen. Nö, verschieben kann ich sie nicht. Ach. Machen wir hier noch 2 Felder. Sollte von der Größe her reichen. Dann brauchen wir Sonnenblumenkerne. Samen. Ja. Und wir brauchen noch Maiskerne. So, das Zeug ist aber auch noch nicht hier. Jetzt bleiben wir kurz mal auf diesem. Oh. Ah ja. Zack, und jetzt haben wir das schon. Allerdings haben wir keine Arbeiter verfügbar. Dann werden wir jetzt. Kann ich dem nicht sagen, er soll aufhören? Aha, Ausdauer könnte ich hier upgraden. Okay, wenn, dann muss ich jetzt sagen, hier Pfleger weg. Aber das will ich eigentlich gar nicht. Hier wird auch schon das Lupinenfeld gepflanzt. Ich mach's trotzdem jetzt kurz. Weg damit. Dann kommen hier die Sonnenblumen. Und jetzt geben wir den zweiten Pfleger weg. Und hier wird dann der Mais gepflanzt. So, und somit haben wir jetzt alle 3 Arbeiter was auf dem Feld zu tun. Und dann sollte das bald erledigt sein. Okay, ich würde sagen, für heute war's das. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.